Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile 3. Und wir werden uns natürlich jetzt noch ein paar der vielen skurrilen Gesetze anschauen, die es gibt, und fangen mit dem Thema 1 an, auf Geld stehen verboten. Das kommt aus Thailand und da ist die Majestätsbeleidigung, wie in eigentlich fast jedem Königreich, verboten, was erstmal nicht ganz verwunderlich ist. Allerdings geht das sehr, sehr weit, und zwar auf der Banknote, dem Bat. Da ist auch abgebildet der König. Und wenn man sich halt auf diese Banknote oder auch eine Münze stellt, wo halt dieses Porträt drauf ist, dann ist das dort als Majestätsbeleidigung zu werten, was natürlich strafbar ist. Ist natürlich die Frage, wenn man sich gerade nur auf die Seite stellt, wo nicht das Bild ist, ist das dann eigentlich auch eine Majestätsbeleidigung? Dann gibt es noch ein verrücktes Gesetz aus Deutschland, das galt bis zum 4. Mai 1998. Das war der Paragraph 1300 des BGBs. Und der gab einer Frau das Recht auf Schadensersatz für Sex in der Beziehung, wenn sie von ihrem Verlobten verlassen wurde, sofern sie bis dato zusammengewohnt hatten. Eigentlich auch eine ganz skurrile Sache. Das nächste Gesetz stammt aus den Jenaer Regeln, also aus der schönen Stadt Jena in Deutschland. Aus dem Jahre 1896, ist natürlich heute nicht mehr praktikabel, nicht mehr sinnvoll, wie viele der Gesetze, die wir hier vorstellen. Natürlich ist es so, dass die meisten davon tatsächlich noch in irgendeiner Form existieren, weil sie nie wirklich abgeschafft wurden. Aber in der Regel werden solche dann meist gar nicht mehr praktiziert, außer irgendein Anwalt kramt das mal raus, weil er aus Verzweiflung versucht, einen Prozess zu gewinnen. Meistens werden die aber erst dann in dem Moment überhaupt abgeschafft. Ja, auf jeden Fall, bei diesen Gesetz ist geregelt, dass ein Fußballfeld in Jena Baum- und Strauchfrei sein muss. Und das macht natürlich Sinn. Das ist für uns heutzutage selbstverständlich. Aus der damaligen Zeit hatten viele Fußballplätze in Jena nicht die entsprechenden Anforderungen erfüllt und waren daher ungeeignet. So wie zum Beispiel Island schon lange das Problem hat, was sie jetzt, glaube ich, allmählich gelöst haben, dass sie meist nicht an irgendwelchen großen Spielen innerhalb Islands teilnehmen konnten, offiziellen. Weil halt auch die Fußballfelder nicht entsprechend waren. Die waren in der Regel abschüssig, voller Stein, Kies, Klippen etc. Und genauso war das halt quasi mit Bäumen und Sträuchern hier damals in Jena, weshalb man dann quasi dieses Gesetz aufgestellt hatte. Und wie gesagt, heutzutage absolut unvorstellbar. Wenn man Fußballplatz sagt, dann hat jeder einen glatten Rasen vor Augen. Viertens, Violinen in Papiertüten verboten. In der Stadt Salt Lake City im Staat Utah der USA ist es verboten, mit einer in einer Papiertüte verstauten Violine auf die Straße zu gehen. Da fragt man sich natürlich, warum das so ist, wenn man sich jetzt eine Papiertüte sich vorstellt und eine Violine drin. Hat das vielleicht optisch den Anschein erweckt, als wäre das eventuell eine Waffe? Oder vielleicht ist der Alkohol, war es damals tatsächlich mit Alkohol so schlimm, dass man gedacht hat, oder die Verwechslungsgefahr bestand, dass das eine große Alkoholflasche wäre. Also ich habe ehrlich gesagt wirklich keine ernsthafte Ahnung. Wer dazu eine Idee hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil es ist so abstrus. Ich weiß nicht, wo da der Praxisbezug sein soll. Ja, in Großbritannien hingegen gilt es als Verrat, eine Münze zu veranstalten. Das ist dann so ein bisschen ähnlich, wie wir es gerade hatten. Und krass ist, das kann tatsächlich immer noch mit Hinrichtung bestraft werden und hat eigentlich mal den Sinn gehabt, weil ja die Queen oder auch früher mal andere Staatshäupter abgebildet waren, dass es quasi auch eine Form der Majestätsbeleidigung ist, was natürlich dann entsprechend hart bestraft wird. In Frankreich hat 1785 auf Wunsch seiner Frau Marie Antoinette, die eine Abneigung gegen ungleich lange Taschentücher hatte, König Ludwig XVI. Ein Dekret erlassen, welches regelte, dass die Länge eines Taschentuches gleich seiner Breite zu sein hat. Ist natürlich die Frage, was ist denn, wenn man mit einem Taschentuch erwischt wurde, wo nicht Länge gleich Breite war? Welche Strafe gab es da? Wurde das überhaupt jemals wirklich durchgesetzt? Auf jeden Fall eine sehr, sehr komische Sache, so ein bisschen Monk-like. Siebtens, Eis in der Hose. Und zwar in der schönen Stadt Lexington im Staat Kentucky der USA ist es verboten, Eiscremehörnchen in der Hosentasche zu transportieren. Mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich kein kluger Mensch auf die Idee käme, das überhaupt zu machen, fragt man sich, warum man das verbieten sollte, weil die Hose ist ja wohl doch noch, sage ich mal, jeden sein eigenes persönliches Bestimmungsrecht, und wenn er gern halt Eis in der Hose hat, naja gut, warum nicht? Aber gut, ist verboten, nehmen wir hin. Dann gibt es noch eine Regelung aus der Stadt Asheville im Staat North Carolina der USA.
Da ist es verboten, in der Öffentlichkeit zu niesen. Gut. Hätte ich das Video vor 3 Jahren gemacht, hätten die Leute sich gewundert, ja, Moment, wofür soll denn so ein Quatsch sein? Jetzt zu Corona-Zeiten werden alle erstaunlicherweise selbstverständlich nicken und sagen, ja klar, macht Sinn, voll Sinn, das zu verbieten, ja, Viren oder Bakterien oder andere Krankheitserreger und Phagen zu verbreiten. Klar, am besten unterbinden. Dann gab es noch bis 2002 in der Stadt Cuyahoga Falls im Staat Ohio der USA ein Verbot, das besagte, dass allen Tieren verboten war, zu urinieren oder ihre Notdurft zu verrichten. Und da stellt man sich die Frage, gab es da jemals Tierbesitzer? Weil, wie macht man das und wie hätte man das denn damals gemacht, mit seinem Hund Gassi zu gehen? Muss man da quasi extra bis über die Stadtgrenze laufen dafür und muss vorher sagen, du, nein, Pfiffi, kneifst dir noch eine Stunde zusammen, ich weiß, ist weit, aber muss halt, ne? Also, das ist auch eine ganz komische Sache. Und vor allem, hier steht ja auch nicht Haustiere. Hier steht Tiere. Also, theoretisch ist also auch Wildtier nicht gestattet. Da fragt man sich, was passiert denn, wenn ein Wildtier dabei erwischt wird? Was ist ein Waschbär oder so? Das 10. habe ich mit dem Titel Sic Semper Melolonta betitelt. Was so viel heißt wie Tod allen Maikäfern. Und vielleicht etwas rührerisch ist, sage ich mal, aber ja, ich denke mal, wer an einen gewissen amerikanischen Präsidenten denkt, hat sofort eine Verbindung dazu. Woher kommt das? Naja, bis 2001 war es in der Stadt Finsterhennen im Kanton Bern der Schweiz eine Bürgerpflicht, Maikäfer zu jagen und zu töten. Es war allerdings verboten, die toten Käfer in Gewässer oder Jauregruben zu entsorgen. Also da hat man quasi schon an Umweltschutz ein bisschen so gedacht und gedacht, boah, die ganzen Leichen, aber ja, mittlerweile, der Maikäfer ist ja ziemlich selten und steht auch unter Naturschutz, ne? Also zumindest hier in Deutschland. Dann gibt es noch eine skurrile Regel aus der Stadt Belvedere im Staat Kalifornien der USA. Nein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich weiß, es klang französisch oder so, wie ich es ausgesprochen habe. Aber ganz auf Englisch auszusprechen, Belvedere, klingt auch komisch, finde ich. Deswegen Belvedere. Und da gibt es auf jeden Fall eine Anordnung der Stadtverwaltung, aus der ein kleiner grammatischer Fehler vorgeht, der aber massive große Wirkung hat. Denn ich gehe mal davon aus, es war eigentlich umgekehrt gemeint. Denn da steht wortwörtlich drin, no dog shall be in a public place without its master on a leash. Oder wörtlich übersetzt, kein Hund darf in die Öffentlichkeit, ohne seinen Besitzer an der Leine zu führen. Ich glaube, es war ursprünglich mal andersrum gemeint, dass man vielleicht Hunde immer angeleint führen muss. Bin ich mir sogar relativ sicher. Ansonsten wäre es natürlich auch massiv lustig. So, dann gibt es aus der Stadt Ocean City im Staat Maryland der USA die Regel, dass während des Schwimmens im Meer nicht gegessen werden darf. Gut, jeder sagt uns ja immer, ja, pass auf, nach dem Essen, du sollst eine Stunde lang nicht schwimmen gehen. Hat medizinisch tatsächlich die Bewandtnis. Der Körper braucht viel Energie, ja, gefährlich. Gut, noch nie hat mir einer gesagt, mach's nicht während des Schwimmens. Also, natürlich ist es biologisch quasi fast genau dieselbe Gefahr, wie davor zu essen. Dann haben wir das hüpfende Gürkchen. Und das stammt aus dem Staat Connecticut der USA. Und da muss eine Gewürzgurke hüpfen können, damit sie diese Bezeichnung führen darf. Wenn die nicht hüpft, dann ist es keine Gewürzgurke. Ich habe keine Ahnung und habe es auch nicht getestet, obwohl ich gerade welche da habe, wenn ich ehrlich bin, ob die, wenn ich sie fallen lasse, hüpfen würde. Und die Frage ist, was ist auch hüpfen? Heißt das, sie prallt einmal auf? Oder heißt das, die darf gar nicht liegen bleiben nach dem ersten? Wie hoch muss die springen? Also als Deutscher, der dann so genormte Sachen nur kennt, stelle ich mir natürlich einen Haufen Fragen. Allerdings natürlich totaler Quatsch. Also jeder Deutsche würde, denke ich, behaupte ich, sagen, Gewürzgurke, das ist eindeutig, das ist eine Gurke, die irgendwie sauer schmeckt. Oh, Punkt. So, dann gibt es noch clevere Leute in der Stadt Little Rock im Staat Arkansas der USA. Und dem Arkansas River, das ist ein großer Fluss, dem ist es verboten, höher als bis zur Brücke der Hauptstadt zu steigen. Und das ist doch mal eine geniale Sache. Wir Idioten, ne? Wir investieren so Haufen in Umweltschutz, was ich an sich gut finde. Aber es geht so viel einfacher. Wir verbieten einfach, den Fluss über das Ufer zu treten und Flut zu verursachen. Warum nicht auch den Sturm verbieten, Dächer abzudecken, Tornados allgemein verbieten, Erdbeben nur mit Ankündigungen, am besten in 10-facher Ausfertigung. Das streckt jeden ab, sowas auszufüllen. Dann passiert sowas gar nicht erst. Also ganz, ganz skurrile Sachen hier. Auch ganz nett. Und zwar in der Stadt Washington D.C. im Staat Columbia der USA. Da müssen motorisierte Kriminelle, und das heißt wirklich so,
vor Überschreiten der Stadtgrenze den Polizeichef anrufen und ihr Erscheinen ankündigen, sofern sie vorhaben, etwas Gesetzwidriges zu tun. Das ist doch mal eine sehr, sehr soziale Regel. Da kann man sich, sag ich mal, direkt als, ja, ich sag mal, Bösewicht richtig mal schön durchorganisieren und überlegen, okay, geplant ist der Bankraub von dem Zeitpunkt und oh, habe ich denn eigentlich schon die Erlaubnis eingeholt? Nee, oh, scheiße, ja, muss ich vielleicht doch noch einen Tag warten. Aber ja, wie gesagt, auch absolut skurril und in der Praxis garantiert niemals umgesetzt. Eher unspektakulär ist, was im Staat Vermont der USA gilt, denn da muss jeder Einwohner jeden Samstag Nacht ein Bad nehmen. Das wird schwer zu überprüfen sein und ist natürlich auch garantiert nicht in der Praxis gängig. Die meisten werden auch höchstwahrscheinlich häufiger Bad nehmen oder zumindest duschen. Von daher eher unspektakulär, aber dennoch skurril und damit passend hier in die Liste. 17 ist eher wieder was Lustiges, und zwar in der Stadt Britain, im Staat Connecticut der USA. Da dürfen Feuerwehrfahrzeuge selbst während eines Einsatzes nicht schneller als 25 Meilen pro Stunde fahren. Ich vermute mal, dass das ein uraltes Gesetz ist, das aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, vielleicht Pferde damals noch oder so schützen sollte. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Oder vielleicht war damals die Technik noch nicht so weit. Heutzutage wäre es natürlich eine Katastrophe, würde man sich an dieses Gesetz halten. Und ja, so viel dazu. Dann gibt es noch im Staat Pennsylvania in den USA vor langer Zeit eine Gruppe namens Bäuerliche Anti-Automobil-Gesellschaft. Und die hat sich eigentlich quasi, sag ich mal, zur Aufgabe gesetzt, Automobile rechtlich zu boykottieren. Und deswegen haben die sich ganz obskure Vorschläge ausgedacht, was so denn Autofahrer machen müssen, damit sie Auto fahren dürfen. Und da gab es einen Vorschlag, der folgend lautet: Weigert sich ein Pferd, ein Auto zu passieren, dann muss der Fahrer das Fahrzeug von der Straße entfernen und in den Büschen verstecken. Wäre heute natürlich total Katastrophe. Dann könnte man quasi mit einem einzigen, ich sag mal, Pferdezug auch Hauptverkehrsadern locker lahmlegen. Vor allem, weil es vor allem in der Innenstadt wohl an Büschen mangeln dürfte. Im Staat Alaska der USA darf man nicht von einem Flugzeug aus auf einen Elch herabschauen. Gut. Dürfte auch schwer sein. Frage ist, warum? Wieder einmal man sich das überlegt hat, wer soll das überprüfen? Ja, ohne großen Kommentar, einfach nur skurril. Jetzt kommen zwei, ich sag mal, fast gleiche Gesetze, aber in verschiedenen Orten. Wir fangen an in der Stadt Villa Hermosa in Mexiko. Und da ist es per Erlass seit 1. Juni 2005 verboten, nackt in der eigenen Wohnung herumzulaufen. Hält man sich nicht dran, da kann man 36 Stunden mit Arrest bestraft oder einer Geldstrafe von etwa 100 Euro bestraft werden. Also sprich, wenn ihr mal diese Stadt besucht, habt den Hinterkopf, ihr seid da vielleicht zu Gast, aber nicht so sehr, dass ihr euch wie zu Hause fühlen könnt hier in Deutschland, denn das geht nicht. Und wie schon angekündigt, 21. ist ähnlich, nackt in Kanada. Genauer gesagt in der Stadt Winnipeg. Da ist es verboten, nackt in der eigenen Wohnung herumzulaufen, aber hier gibt es eine kleine Ausnahme. Zieht man die Vorhänge zu oder sind die Rollladen heruntergelassen, sodass man von außen nicht reinschauen kann, dann geht es wieder, dann darf man das. Also man möchte hier quasi, behaupte ich jetzt mal einfach so, quasi den Jugendschutz so weit treiben, dass man sagt, dass man auch nicht von einem jugendlichen Kind, was auch immer, von außen in die Wohnung schaut, während einer nackt ist, um, sag ich mal, die Jugend hier zu schützen. Im Staat Massachusetts der USA hingegen müssen Frauen laut Gesetz beim Sex unten liegen. Nix da, Frau hat unzulegen, also keine Diskussion, gibt auch nicht allzu viele Stellungen, die man dann machen kann, ist aber vollkommen egal, solange die unten liegt, alles in Ordnung und überhaupt nicht sexistisch oder genderkorrekt, aber egal. Dann gibt es noch in der Stadt Salem ein interessantes Gesetz. Salem, das liegt im Staat Massachusetts der USA und da dürfen selbst verheiratete Paare in gemieteten Räumen nicht nackt miteinander schlafen. Ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, ich weiß nicht, wie stark das geahndet wird, aber das bedeutet, wenn man in diese Stadt fahren würde, in ein Hotel eincheckt und man selbst wenn man verheiratet ist, dürft man, weil das Hotel ja nur ein gemieteter Raum ist, dort nicht nackt miteinander schlafen. Und hier ist auch die Frage, wie weit ist der Begriff nackt auszulegen? Wäre es also angezogen möglich? Und was heißt angezogen wiederum?
Muss die Intimsphäre bedeckt sein oder sind da einige teilweise notwendigen Öffnungen durchaus erlaubt? Fragen über Fragen. Dann gibt es noch einen Staat, Nevada der USA, ein Gesetz und das besagt, dass Sex nur mit Kondom erlaubt ist. Wenn dem wirklich so wäre und das wirklich praktiziert werden würde, dann gäbe es nur zwei Varianten. Erstens, Nevada würde aussterben oder Variante 2, Nevada würde nicht aussterben, aber alle Leute, die da wohnen, sind technisch gesehen in irgendeiner Form Einwanderer und sei es auch nur aus einem anderen Bundesstaat. Daher kein Sinn. Dann haben wir 25. Gröbsten und Elternhaft für ihre Kinder. Und das stammt aus dem Staat Nebraska der USA und da ist Kindern das Rülpsen während des Gottesdienstes verboten. Und wenn die es halt doch tun, dann können die Eltern sogar verhaftet werden, denn die sind ja in der Sorgfaltspflicht. In der Stadt Morrisville im Staat Pennsylvania der USA ist Frauen das Schminken ohne behördliche Genehmigung nicht gestattet. Fragt man sich auch wieder, warum ist das so? Ich habe ehrlich gesagt wirklich überhaupt keine Idee. Ob man Kosmetika da vielleicht komplett für schädlich hält, was grundsätzlich teilweise stimmt, aber wie gesagt nicht immer und keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist und warum. Dann gibt es auch noch etwas, ja, Frauenfeindliches mal wieder aus der Stadt Dyersburg im Staat Tennessee der USA. Da ist es Frauen nämlich verboten, telefonisch ein Date mit einem Mann zu verabreden. Gut, im Zeitalter von Social Media dürfte dieses Gesetz sowieso kein Bewandtnis mehr haben, denn ich denke mal, die meisten werden ihr Date nicht per Telefon, sondern über irgendeine Social Media Plattform oder über eine Parship etc., irgendeine Love App etc. dann versuchen überhaupt zu machen. In der Stadt Tombstone im Staat Arizona der USA dürfen Personen über 18 Jahren nur dann den Mund für ein Lächeln öffnen, wenn dabei nicht mehr als ein fehlender Zahn zum Vorschein kommt. Also das Paradies höchstwahrscheinlich, wenn man ein Unternehmen dort gründen würde, das gleichzeitig Schokoladenerzeugnisse herstellt und man parallel auch noch Zahnarzt ist. Im Staat Pennsylvania der USA dürfen Männer nur mit schriftlicher Genehmigung ihrer Frau Alkohol kaufen. So, und ich höre bis hierhin in meinen Aufnahmebereich gerade alle Männer, die dieses Video hören, stöhnen. Als deutscher Biertrinker so nach dem Motto, ne? Ja, das ist aber so und theoretisch denkbar ist es natürlich, dass gerade da natürlich mit einem gewissen Alkoholspiegel mit Krawall, Gewalt etc. zu rechnen ist. Das heutzutage allerdings nur auf Männer noch beschränkt zu haben, ist, denke ich, auch nicht sinnvoll, denn ganz klar, Alkohol hat die physiologisch genau dieselbe Wirkung auf Männer wie auf Frauen, auch wenn das von Mensch zu Mensch an sich variiert. Aber von daher hat das Gesetz für alle, die gerne mal etwas trinken. Und das Letzte ist aus dieser Liste, aus diesem Video, mein absoluter Favorit. Und zwar theoretisch, nur theoretisch, ja, bitte nicht praktisch machen. Dürfen in China ertrinkende Menschen nicht gerettet werden, da dies ein Eingriff in ihr Schicksal wäre? Das ist nicht wirklich ein Gesetz, sondern eher ein, sag mal, Resultat aus lange praktizierten Glauben. Und wird daher in der Praxis natürlich auch nicht angewandt. Das ist, wie gesagt, nur ein reines Konstrukt, aber der, oder sagen wir so, ein tatsächlicher Fakt, den man parallel dazu erwähnen sollte, ist, man darf natürlich Ertrinkende retten. Aber es gilt in China, dass wenn man jemanden rettet und der selbst für seine Gesundheitsversorgung, also dass seine Gesundheitsversorgung sich selbst nicht leisten kann, dass man dann als Rettender in der Pflicht ist, die Kosten zu übernehmen. Also sprich, es sei einer von ertrinken, ihr zieht den raus. Der hat kein Geld oder sonst was, kann sich dann den Arztbesuch, der wahrscheinlich notwendig ist, nicht leisten. Dann müsst ihr erstmal dafür aufkommen. Gut, und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich habe natürlich noch einige Gesetze im Petto, die ich wieder querbeet mache, damit es so eine bunte Mischung ist und nicht alles nur zu einem Thema. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder hören würde und ihr ein bisschen lachen konntet. Würde mich daher auch über einen Daumen hoch freuen, über einen netten Kommentar und ja, jede Unterstützung ist immer natürlich herzlich willkommen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.